Nochmal X für den kleinen Lord. Jetzt ist der kleine Lord nochmal da, jawohl. Sorry, ich hab da gerade momentan ein Problem gehabt. Ja, aber ich sag, bin ja der Didi, der rote Baron, 30 Kilometer nordöstlich von Nürnberg. Grüß dich, hier ist die Station. Ach ja, gut, meine Rufname kennst du ja. Ja, ich bin circa auch nochmal 30 Kilometer entfernt von Nürnberg, aber wahrscheinlich in die andere Richtung. Eher Richtung Bamberg bei Erlangen. Marlowstein, sagt dir das vielleicht was? Erlangen, Marlowstein, freilich kennen wir schon. Ja, das geht ja recht gut. Denke mal, bist du ein wenig neu auf Bahn gekommen. Könnte das sein? Wirklich angefangen habe ich 2007, aber ja, jetzt bin ich am aktivsten. Was? Das war negativ. Ja, jetzt mache ich eigentlich, bin ich so auf dem Berg, ich habe die TM Echo 200, habe ich und ja. Also bist quasi mobilerweise oder was? Ja, so kann man sagen, ich bin portabel, habe hier was aufgebaut, die TM Echo 200 und die Cobra und noch ein bisschen was Kleines. Noch ein bisschen sowas Kleines. Ja, nicht schlecht. Und daheim hast du nichts oder was? Daheim habe ich schon auch was, aber ja. Ich komme nicht so weit, weil ich habe dann den Boomerang nur leider. Ja, da mit der Boomerang geht es immer schlecht, das Du kommst hier bei mir mit Santiago 4 und Radio 5. Ja, nicht schlecht. Ja, du hast bei mir 7 und 5, da einmal frei. Na, das ist gut. Was hast denn du für Geräte? Oder was hast denn du für Funkgerät? Ja, der Kenwo TS480 und ein Originalmikrofon und ein A99. Ja, also ich habe hier nur eine Cobra und eine ja, Echo 200 von Team. Ja, das geht aber eigentlich recht gut. Ja, meine Hände sind schon ganz blau. Ja, aber jung bist denn du? 14. 14? Bist du mit dem Vorradl unterwegs oder mit dem Mofa? Na, leider nur mit dem Bus bin ich aufgefahren. Was mit dem Bus? Ja. Ach so, du bist da. Hast du Batterie mitgenommen in den Rucksack oder was? Und jetzt später fährst du mit dem Bus wieder warm. Ja, 2x 20 Ampere vom Mofa. Jawohl, ja, du bist der ganz harte. Wieso das? Naja, das machen jetzt bei dem Wetter. Du hockst ja da jetzt quasi im Freien, oder? Leider. Naja, ist bei euch schon Sommer oder was nicht? Nee, es ist richtig kalt. Es ist richtig kalt, jawohl. Das ist so, in der Richtung habe ich auch angefangen gehabt, mit dem Anquatschen, weil ich da früher so unterwegs auf dem Berg oben. Und ab und zu habe ich mal vom Vater da waren die Autobatterie ausgebaut. Er wollte da fortfahren und das Auto ist nicht angesprungen. Und ich war am Berg umgesessen und habe da gefunden, weil Weltmeister. Naja, aber heute funken eh nicht viele mehr. Das ist halt, finde ich, eher schade. Ja, ist ein bisschen weniger geworden. Darum haben wir immer ein bisschen am Berg hoch und dann vielleicht schon. Ja, naja, wenn es dabei bleibt. Du kannst ja mal irgendwas kaufen, was kreis ist. Man kann es in der Auto jagen irgendwann einmal. Dauert halt ein bisschen. Oder im Sommer ein wenig mit dem Zeit und da ist das geht schon. Na freilich, mach ich. Na ja gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß da weiterhin, geil. Ja, frier mich nicht da oben und verbau den Bus nicht. Jo, mach ich nicht. Angst.
Morgen, siehst du. Kommen wir doch noch ein paar Harte nach.